Herzlich willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns von Kobi die Fokker DR1 Red Baron an, wie man hier sehen kann. Er ist mal 2974. Er ist aus der Historic Region, um genau zu sein, der vom Great War hier oben. Also Erster Weltkrieg, so wie er genannt hat auch teilweise. Eine Minifigur, 150 Teile, um die 15, 16 Euro. 16 Euro. Ja. Preislich sind wir natürlich auch teuer. Kobi ist teuer. Keine Frage, was mir noch Software für Kämmer sieht man hier noch und noch den Mark 1. Überlegen wir die auch noch zu holen. So, die erste Weltkriegs vielleicht von Kobi, ich glaube, ich werde sie kommentieren, wenn es mir Spaß macht, hier gerade zu bauen. Ne? Das ist mein zweites Kobi-Set. Von daher, gucken, mein erstes Kobi-Set war das komplett nicht Militär. Weil es Beach ist, mag ich, probieren wir den mal aus. Ich mag ihn vom Design, aber ich hole mir nicht mehr davon. Ja, hier Scan for Informations. Mal gucken. Kann man vielleicht mal scannen. Webseite nochmal. Ja, hier bla bla. Blub blub. Steht irgendwas Besonderes drauf? Nope. Andere Seite Maße vom Modell. Unten die Minifigur 1 zu 1. Ja, okay. Unten, ja, ganz viel bla bla. Und hier sehen wir nochmal das Modell in der Größe. Nochmal ein kleines Detail mit der von hinten. Ein Originalbild. Und ein paar Specs. Und hier nochmal Made New. Und Compatible. Ja, ja, klar. Nur Farben halt leider nicht bei Kobi. Ja. Ich mach das mal auf, off-camera, damit hier keine großen Missgeschicke passieren. Da ist der Karton auch schon offen. Ist ja hier immer so komplett zugeklebt. Deswegen. Ich werde die stumpfes Messer hier mit aufnehmen. So. Kleiner Einblick hier rein. Das sieht ja gleich aus. Bitte nicht gut. Dumping. So. Dann leer. Anleitung. Und mein Stickerbohrring, ja. Uiuiui. Ich meine, der ist für mehrere Sets haben die ein. Können wir gucken hier. Wir brauchen, glaube ich, nur die. Hier, der ist hat schon ein bisschen Ecken hier. Der Sticker ist da, der wird nicht mehr gut kleben. Gut, dass man den nicht bauen. Ja, Kobi Bauanleitung. Standard wird ausgebaut. Klammer gebunden. Ja, hier noch ein bisschen Werbung für die restlichen. Hier die drei. Da werde ich nochmal überlegen. Ich glaube, wie es mir gefällt, das natürlich zu bauen. Ja. So, eigentlich bauen wir drauf los. Ne? Hier haben wir Flügel. Ja, schon mal los und melde mich vielleicht mal durch den, wenn das schon aufhört. Ich dachte mal kurz vom Bauen. Ich habe mal alles ausgebreitet. Hier das ist die Minifigur. Lässt mir euch ein bisschen an. Ja. Wird nicht erklären, wie man es baut, aber ich habe es hingekommen. Dann haben hier einmal die ganzen Prints. Also die Prints hier dabei sind. Und hier fahren so Kopie-Sonderteile mit die Flügel, die MGs. Gucken, was das wird. Abdecken für Motor. Motor. Propeller. Ja, und dann sind hier halt noch solche. Das sind mehr Kobi Standard. Hier sind ja mehr die Fußmodelle. Also Kobi Standard, Kobi für alles in so einer Datei. Auch hier Flügelenden. Hier irgendwas am Flügel. Hier irgendwas wieder. Hier. Hier, das ist ja endlich auf sein hier. Um das Cockpit rum. Naja, aber auch schön zu fließen. So. Schöne Sachen. Naja, ich baue jetzt wirklich mal. Und falls was Besonderes passiert, melde ich mich mal. Fertig mit dem Bau, wollte ich nochmal hier zeigen. Das Schild, Druck, Fokker DR1. Schöne Sache und nochmal die Figur vom. Check kurz, wie heißt. Dann zeige ich euch die Figur. Natürlich vom Herrn. Manfred von Richthof. War Graf oder zwar Herzog. Warte. Doch ein bisschen dumm, ne? Der stand doch. Nee. Moin. Aber der Karton ist ja schon wie von hätte es aus. Ja. Der Druck ist schön, ist jetzt nur die Frage, mag man eine Kobi-Minifigur oder nicht? Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich sie mag. Komm schon wegen Finger doch scharf, danke. So. So die Sache, ne? Die kann man mir schon zusammengebaut an, muss nur Kopf drauf stecken. Aber kann man natürlich hier so auseinandernehmen, keine Frage. Kann ihn auch so drehen, also er hat schon ein bisschen mehr Movable jetzt eine Lego-Minifigur. Ja, ich packe mal wieder auf die Plate hier, so. Mit dem Schild und dann geht das an die Seite. Dass man auch noch im Bild sieht.
Dann kommen wir natürlich zum eigentlich wichtigen des Sets, des Videos, zum Flugzeug an sich. Boom! Pup! Da ist es. Ich habe die Aufgabe oben drauf nicht angebracht, weil ich kann es ja nochmal zeigen. Mit ging mir nur zu viele Flieger. Hier die Sticker sollen wir hier anbringen. Hier so gehen. Die gehen halt hier drauf, hier und der. Ne, gerade so. Nö. Sieht da jetzt auch nicht kacke aus, wenn es einfach ganz rot oben ist. Lässt du so, hab ich mir gedacht. Was mich nur ein bisschen wundert, ja, die Teile hier sind übrig geblieben. Die sind ja einmal hier so eins. So eine Stange hier und so ein. Sind übrig geblieben und dann verstehe ich nicht, warum hier so eine 2x2 Edge Plate übrig geblieben ist. Aber in der Teilliste, in der Anleitung steht nie etwas von diesem Teil. Und ich wüsste auch nicht, wo ich sie einbauen sollte. Das ist auch ein massiver Klumpen, von daher. Naja, aber wir stellen es gerade nochmal kurz zur Seite, schön. Ich komme nochmal zur Anleitung. Kein Problem. Also, einen Kritikpunkt habe ich. Ab und zu legt man Platten erstmal aus und packt sie nicht fest dran. Das finde ich blöd. Aber es ist eine Bautechnik, so ist. Was ich aber kacke finde, ist zum Beispiel hier in dem Bauschritt, abgesehen davon, dass dieses Teil ziemlich schlecht ist, es wackelt viel zu viel rum. Hier verbaut man diese Halterung für die Flügel, aber die stehen nicht in der Teilliste drin. Kritikpunkt, wenn man nicht aufpasst, dann merkt man es nicht. Also man merkt es, weil es hier gehighlightet wird, aber man könnte halt Gefahr davon, es nicht zu sehen. Ja, ansonsten kein Problem, bautechnisch. So sieht die super Sache, bombenfest, alles. Das ist ja Kobi hier schön mit Bau. Ich muss noch keinen Stein. Schöne Sache. Er ist einzig, wo es mal ein bisschen blöd wird im Bauen, wenn man die erste Etage vom Flügel drauf packen will. Die muss man ein bisschen hier reinzwängen. Muss man ein bisschen leicht biegen, damit die einfach da reinflutscht. Da muss man die irgendwie halt da reinwirken. Aber kein Problem im Bau. Ja. Die Maschinengewehre muss man ordentlich auf die Plate pressen, aber ordentlich muss man die auf die Jumper Plate pressen. Ja, ansonsten sieht hier nichts. Ich hatte den Druck vergessen, nämlich auf dem Motorabdeckungsarm drin. Ja, und dann finde ich ein bisschen blöd, dass auch das hier am Ende das Zeilen hier so komisch zusammengewuchtelt wird. Aber, ja. Bei drei muss man aufpassen, dass man die wirklich anbaut. Die haben so eine Kante. Hier sieht man die vielleicht. Die muss man wirklich nach außen bringen, weil sonst dreht sich der Reifen kaum. Wenn du ihn da rumdrehst, hier, ich kann mal kurz zeigen. Absolut super gedreht halten. Ich finde bei Kobi die Felgen fühlen sich immer sehr billig an. Der Rest ist top hochwertig von Kobi, aber naja, die Felgen finde ich immer sehr billig. Fand ich auch schon bei Maserati so. Ja, 45 Bausteps haben wir. Super solide Anleitung. Ja, und ich glaube, da werde ich nochmal zuschlagen müssen, was ich da oben sehe. So eine ganz schlimme Sache. Man sieht hier alles Fliesen, alle glatt. Das will man mal sagen, Top-Set. Also es kostet ja so roundabout 16 Euro und dafür, finde ich, kriegt man hier ordentlich was. Können wir gucken, was Lego so um den Preis für 16 Euro drin hat. Warte. 15 Euro sind das in Lego, 16 Euro in Kobi. Wir können jetzt auch ein besseres Lego-Beispiel suchen. Ich habe gerade keins griffreich. Ne? Also, man kriegt hier was. Es sind nur 175 Teile, aber Großteil. Man sieht hier unten viele große Plates, die sind ja auch immer groß. Wir gucken, große Fliesen überall. Na. Ja, das Ding, also ich finde, es ist ziemlich schön. Bisschen stört mich abends, leicht stört mich, dass man hier die Noppen sieht. Man hätte vielleicht da ein Plate und da einzelne Bauchschnurrungs-Cabricks machen können. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, was man meckern wird. Also, es ist gut. Ich verstehe, warum das ein Topseller von Kobi ist. Ja, okay. Ein bisschen blöd finde ich, das soll ja hier, denke ich mal, im Reifen enden. Ich kenne mich in der Flugzeugtechnik, vor allem von den Alten, nicht so gut aus. Das endet nicht im Reifen, finde ich ein bisschen blöd. Der Reifen ist halt nach unten so versetzt. So, naja. Natürlich ist das hier ein Sonderteil von Kobi. Der Propeller, okay, ich kann auf alles benutzen. Hier, ganz vergessen, das ist ein Druck. Ja, einfach abnehmen. Die beiden Löcher da, also sind ja die Lufteinlässe, denke ich mal. Müssten Lufteinlässe sein. Das hier ist auch so schön, kann man, wird glaube ich öfter bei Kobi für Motoren verwendet. Schöne Sache. Oder
Oder vielleicht Ketten bei Panzern, vielleicht sogar auch. So, schön. Hier drin sind diese besonderen. Also es gibt ja. Hier haben sie einmal so einen drei langen Slope an den Seiten, Slope, innen drin Noppen gemacht. Und hier ist der mit der Aufnahme für die Achse. Da guckst du einfach alles in der Heiß halt so. Aber man kann viele, man kann natürlich so ein Teil auch für andere Sachen benutzen, das ist eigentlich die Frage. Gut, hier diese Flügelenden als so ein Teil kann man nur für Flugzeuge benutzen. Hier die Klappen, hier kannst du die für jedes Flugzeug benutzen. Man kann sie halt nur bis hier nach unten drücken, weiter geht's nicht, weil hier die Platte halt so sitzt, bis es nicht weiter runter geht. Oder wo ist der Haken? Hier doch, der ist es. So, so hoch kann man das machen, wie man will. Ja. Dann haben wir hier die MGs. Die werden, hier ist ein Teil, die eine Hälfte und dann ist das alles andere. Und die werden hier auf eine Jumperplate gedrückt und das ist Press. Ich nehme das jetzt nicht auseinander. Und die werden dann hier mit den kleinen Noppen, mit den kleinen Stiften, hier reingesetzt. So. Ja, dann haben wir hier das Cockpit mit diesem Billo-Teil drin. Seht ihr gar nicht, ist auch, das ist nicht Wolf, das ist mir rausgefallen. Die Mini-Folie reinsetzen, lasst es. Tut euch den Gefallen, lasst es. Hier, die Cockpit-Teile sind auch wieder Sonderteil, wenn wir einmal. Kriegst du nicht ab, man sieht ja hier mit der Wölbung hoch. Ja. Dann hier auf dieser langen Plate Druck. Druck. Gleich auch hier nochmal. Ja. Hier sind auch richtig schön diese Plates. 4x4 Plates. Geil. Sind hier und hier verbaut. Ne? Ich habe hier die Plates ein bisschen auseinandergeguckt dabei. So. Oder hier Wedge Plates. Ey, das ist ein Plate. Fest, dieses Set. Den hinter, so, einmal vier. Das ist ein Slope hier, das ist wieder gewinkelt. Genauso wie hier unten, wir haben hier, dadurch, dass wir hier Baurichtungs- und Umkehrsteine verwenden, überall hier unten, einmal hingeklatscht. Unten lang konnten wir hier auch nochmal, konnte das hier auch gesloped werden. Hier wieder, so denkst du, so ein normaler 1x3-Slope, nein, der hat ein Loch, damit man hier die Stütze einsetzen kann. Ja. Und dann hier, das soll, glaube ich, einfach Set-Design, dass die so gehen. Und dann hier nochmal diese Flügelenden. Mit der Rifflung. Die kann man hier nicht bewegen, ist zwar so eine Andeutung, aber nein, das wird ein bisschen selber tun. Dann hier wieder ein Sonderteil, um genau das Ding aufzunehmen. Mit dem Druck. Ist ja wahrscheinlich zum Lenken gewesen, aber. Ja. Also, ich glaube, man merkt, mir gefällt das Modell. Und hierbei, wenn man die oben drauf lässt, merkt man gar nicht, dass so krass, dass es ein Militärflugzeug ist. Man kann theoretisch jetzt hier noch so abnehmen. Dann. Ist halt einfach ein Flugzeug. Ja, klar. Das ist ein Militärflugzeug gewesen. Allein mit den Balkenkreuzen hinten drauf. Kannst dich nicht zu einem total zivilen Modell umbauen. Nein. Aber ich finde schon cool, so ein Triple-Decker. Ja, guck, hier unten habe ich schon wieder abgerupft. Das mit dem. Hier, das habe ich abgerupft. So. Wieder dran gemontiert. So. Schönes Set, muss ich sagen. Hier vorne, die auf meiner Tür ist natürlich auch wieder ein Sonderteil. Ist ja gar keine Frage, sind hier bei Kobi, sind alles Sonderteile. Ne, innen sind auch viele Standardplates. Sind auch andere Größen drin, 5er, 7er. Kennst du nicht, du bist immer hart verwirrt, wenn du 4er, 5er, 6er auseinanderhalten sollst. Ist manchmal blöd. Also 4er, 5er oder 5er, 6er auseinanderhalten. Manchmal blöd. Naja, also mir gefällt das Set. Von mir gibt es dafür die Kaufempfehlung, wenn ich das irgendwie anspreche. Ja, ich würde sagen, ich habe meinen Kobi, sagen wir mal, hart verdoppelt. Muss man überdenken. Das Ding kostet, glaube ich, 11, 12 Euro, 16 Euro. Also scheint die Maserati-Lizenz ziemlich teuer zu sein. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr sie wollt, ein Abo. Zum Beispiel unser nächstes Kobi-Set, den Renault-Panzer zum Ersten Weltkrieg. Oder auch nochmal was anderes. Zum Beispiel den Kader-Rennen, Langstrecke. Naja, Like, Abo. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schön weiterbauen. Ciao.